eine Verletzung ausgestanden hat. Und jetzt ist Halbzeit. 13:9 führt die SG Banskulet zur Halbzeit gegen SV Post Telekom Schwerin 2. Sehr wach aus der Kabine. Fabian Schneider mit dem Pass auf John Wenk und auch der ist gleich wieder hellwach. Pass zurückgegeben auf Fabian Schneider. Und da sehen wir auch, dass es Wechsel gegeben hat auf Manskulesner Seite. Kim Pascal Dörres jetzt im Spiel und auch jetzt am Ball. Jonas Schulz. Den Ball vorbei, hat er Glück, bekommt den Freiwurf. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. So, Passübergabe und dann das schnelle Spiel über John Wenk und Lukas Krüger. 15:9. Wir treten von Alexander Henning. Nur dann kommt er nicht schnell genug zurück und dann das schnelle Spiel. Krüger, Wenk und der Treffer. 16:9. Bocker steht und wartet und wartet und wartet. Und dann. Eigentlich Schrittfehler, der Schiedsrichter lassen es laufen, den langen Pass. Und er war im Kreis getreten. Und dann gab es noch Freiburg für Post Schwerin. Rangehängt, das kann er natürlich nicht, aber an sich. So, Banskulet der Seite besser gearbeitet, Fuß entschieden. Und dann konnte Express läuft. Und ich würde sagen, da fehlt der Blick nach außen. Und Kimperzahl Dürres mit dem Treffer zum 17:9. Und da die haben aber nicht aufgepasst. Ja, Bogdan hat sich da freigeschlichen, die Lücke genutzt zum 17:10. So Glück. Kind hat eigentlich gut aufgepasst gehabt, bekommt den Ball aber nicht. Wieder. Und Bogdan auf den falschen Fuß erwischt. Und der Treffer von Fabian Schneider. Und das große Lob vom Trainer für Fabian Schneider. Und wieder einfach Gedanken, schneller John Bank holt sich den Ball und wirft ihn an die Latte. Der Ball aus und dementsprechend Einwurf für Banskuletin. Die einfach viel wacher aus der Kabine gekommen sind. Und vorher gepfiffen. Deswegen zählt das Tor nicht. Ja, schon auch da schon abgepfiffen, sonst wäre Jakob Runge losgegangen. John Bank sieht die Lücke, nutzt die Lücke, trifft zum 19:10. Und wie schon
Und zu Beginn der ersten Hälfte wirken die Lietzner wacher als der Gegner. Und Alexander Henning scheitert an Tom Kleff. Oh, klasse Pass von Bank auf Krüger. Das war schon eine Art No-Look-Pass. Die ganz hohe Handballschule. Und gut aufgepasst von Fabian Schneider, holt den Pass. Aber der eigene Pass dann zu weit auf Wenk. Etwas, was man in diesem Spiel jetzt momentan verschmerzen kann. Auf Banskower Seite, aber da geht was mal der Herr Alexander Henning, aber dann der schlechte Pass und der Konter, der zu Lietzner läuft. Und nicht gefangen von Fabian Schneider. Bemühungen sind deutlich zu sehen. Er ist ein wenig konfus, viele Pass- und Fangfehler. Aber mit vollem Einsatz dabei. Jonas Schulz, den Ball um jeden Preis. Und jetzt fordert der Lietzner Trainer genau das ein, was bisher fehlt in diesem oder gerade fehlt in diesem Spiel, nämlich Ordnung, aber sie ist so richtig sie nicht zustande gekommen. Michael Bogdan hat die Lücke genutzt zum 20:11. Oh, schönes 1 gegen 1 von Krüger, lässt er seinen Gegenspieler stehen. 21:11. Wenk dazwischen, wird abgepfiffen. Gegen Schmidt. Der weiß auch nicht so recht, wo er hinspielen soll. Und wieder ist Wenk dazwischen. Einfach klarer Gedanken, schneller, fitter auf den Beinen. John Wenk mit dem 22:11. Ohne erste Verzweiflung auf den Gesichtern der Postspieler. Schrittfehler nicht zugunsten eines Freiwurfs geahndet. Für Post Schwerin wurde er gut gehalten. Auch da richtig zugegriffen von Kinnitz. Gestellt für Bogdan und der kann gar nicht glauben, wie frei es ist. Aber es war auch noch nicht angepfiffen, genau. Er hatte zum Schiedsrichter gesehen. Das Spiel schon freigegeben war. Jetzt ist es freigegeben. Und jetzt müssen die Post neu aufbauen. Kienitz kriegt den Ball nicht gefangen. Schlechter Pass von Schulz auf den startenden Wenk. Kienitz eigentlich Schrittfehler. Großzügig laufen gelassen jetzt. Nochmal Freiwurf für Post. Das war gut rausgerückt gegen Bogdan, dass er nicht hochsteigen kann. Von Fabian Schneider. Wieder gut festgemacht. Und das war jetzt gut gespielt an den Kreis auf Philipp Lukas Schmidt zum 22:12. Leon Wiese jetzt im Spiel. Für Jakob Runge. Und Fabian Schneider versucht sich da gegen Michael Bogdan. Und jetzt hat er mal die Lücke und guter Wurf, aber ebenso toll gehalten von Tom Kleff. Es bleibt beim 22:12. Und jetzt neuer Aufbau auf Bansko Lietzner Seite. Fabian Schneider wollte die Lücke nutzen, kriegt den Ball nicht mit. Und das Kurzpass passiert zwischen Wenk und Krüger.
zum 23-12. Wenn er ihn gehalten hat, muss er aufpassen, dass er da nicht an den Hals geht. Schulz macht den fest, Wenk bekommt den Ballfreiwurf für Post. Und schön durchgesägt von Bogdan. Gegen Fabian Schneider. Die beiden einrückenden Spieler dann keine Chance mehr. 23-13. Wird erneut durchgewechselt auf Banzulets in der Seite. Währenddessen die Chance. Die Iovu aber an die Latte. Und Paul Brinkmann jetzt in der Partie. Mit dem Wurfversuch gegen den Mahnentorwart ist auf der Höhe und der Pass von Krüger auf Wenk zum 24-13. Und Auszeit genommen vom SV Post Schwerin. Beklagt sich der Schweriner Trainer ein wenig über die Einstellung seiner Mannschaft.